Ja, und das ist natürlich Austria gegen Sturm, und im Vorfeld dieses Spiels, da hat es interessante Aussagen gegeben. Für uns der Meistertitel nicht mehr in Betracht kommen, dann werden wir sicherlich darauf hinarbeiten, dass wir Rapid unterstützen und ihnen so viel Schützenhilfe geben wie möglich, dass die dann Meister werden, weil für mich ist es ganz klar, der Meistertitel muss nach Wien. Ja, interessant. Und die Austria hat seit 5 Spielen gegen Sturm nicht mehr gewonnen. Das Torverhältnis lautet 12:0 für die Grazer. Und unsere Reporter haben sich bei Spielern und Fans umgehört, ob auch die der Ansicht von Andreas Ogris sind. Wenn schon nicht der Austria-Meister werden kann, dann soll es Rapid werden, damit der Meistertitel nach Wien kommt. Wie sehen denn das die Austria-Fans? Ja, ich bin eigentlich auch der Meinung von Andreas Ogris. Wir haben recht gute Kontakte zu den Rapid-Fans, zu manchen, und finde eigentlich okay. Ich will Meister werden, und wenn es nicht werden kann, wer es dann wird, hat sich sicher verdient, aber es ist mir prinzipiell egal, wer es ist. Es wird Zeit, dass der Meistertitel wieder nach Wien kommt. Zurzeit schaut es nicht so aus, dass wir ihn holen können, also wollen wir den Rapidlern ein bisschen helfen und heute Sturm schlagen. Na, ich muss ganz ehrlich sagen, mir ist es egal, ich spiele heute für die Austria, und wir müssen schauen, dass wir heute gewinnen. Ist mir egal, ob ich da für eine Wiener Mannschaft spiele oder für Graz, ist mir scheißegal. Soweit die widersprüchlichen Aussagen zur grün-weiß-violetten Beziehung. Shake hands zwischen den beiden Trainern, Horst Rubesch und Ivica Osim. Beide konnten heute nicht ihre stärkste Mannschaft aufs Spielfeld schicken. Horst Rubesch musste Rachimov und Belajic vorgeben, und bei Sturm fehlt der Topstar der Mannschaft, Ivica Vastic. Und Roman Melich, verletzt, kann ebenfalls heute nicht aufgehoben werden. Das war die erste Möglichkeit der Austria durch einen Schuss von Flügel. Und die Violetten gehen es gehörig an. Sehr motiviert, sehr aggressiv in den Anfangsminuten. Kogler. Wagner. Und erstes Mal Probleme für den norwegischen Keeper von Sturm Graz, für Thomas Gill. Die Grazer eher bedächtig, eher vorsichtig in der ersten Viertelstunde. Das war ein Foul des jungen Ernst Dospel, 19 Jahre alt. Er soll heute Rachimov ersetzen an Arnold Wettel. Hannes Reimeyer, knapp vorbei. Reimeyer, den Ivica Osim für Vastic aufgeboten hat. Mit der ersten Chance für Sturm. Eine recht flotte Partie in dieser ersten Spielhälfte. Schweres Foul von Swiatczewski, dem Polen, an Michael Wagner. Und er bekommt dafür die gelbe Karte. Michael Wagner muss überhaupt heute im Verlauf dieser 90 Minuten einiges einstecken, das sei schon vorweggenommen. Kogler. Ogris. Sehr schön hat er hier Leitner freigespielt. Njelde. Schöne Kombination der Austria. Und diese Zeichensprache, die verstehen wohl nur die wenigsten von Horst Rubesch. Die Austria bleibt am Drücker. Flügel. Wieder Wagner. Foul oder nicht faul? Das ist hier die Frage. Schiedsrichter Schüttengruber lässt auf jeden Fall weiterspielen. Eine umstrittene Entscheidung, wie ich meine. Es bleibt beim 0:0. Die Grazer langsam, aber doch kommen sie auch immer mehr vor das Austria-Tor. Eine Spielerei in der Abwehr der Wiener, und die erste wirklich gute Chance durch Markus Schopp. Konter der Austria. Viel Platz jetzt. Schmidt. Flügel. Aber wenig daraus gemacht. Wir sehen noch einmal die Möglichkeit für die Grazer. Gut gemacht von Grassler und Fußabwehr von Franz Wohlfahrt. Die Austria natürlich motiviert, demütigend eigentlich, die Bilanz, Sie haben es gehört, in den letzten Spielen. 0:12 das Torverhältnis. Foul von Bosch an Njelde.
Dafür gibt es für ihn die gelbe Karte. Eine gelbe Karte mit Folgen. Seine vierte, und damit wird er beim nächsten Meisterschaftsspiel zuschauen müssen. Harmlos, ein Fehler, der Austria profitiert. Riesenmöglichkeit. 0, hier die Bilanz eines erfolgreichen Trainers. Die erste halbe Stunde hat Austria sehr gut gespielt, hat mehr vom Spiel gehabt. Ihnen wurde ein Elfmeter vorenthalten und sie waren bis dorthin die bessere Mannschaft. In der letzten Viertelstunde ist Sturm stark aufgekommen und hat aus Fehlern der Austria Torchancen gehabt. Also jetzt wird es gefährlich für die Austria. Zunächst wird es aber einmal gefährlich für die Grazer. Ja, schon zuletzt, und Ogris mit der vielleicht bislang besten Chance der Austria. Köpfelt aber Mario Posch an, die nächste Chance der Austria dahin. Aber es ändert nichts daran, dass Sturm Graz das Spiel immer besser in den Griff bekommt. Reinmeier scheitert hier an Wohlfahrt. Wieder Reinmeier. Sehr beweglich. Foul von Pfeffer. Ostrubisch unruhig. Merkt, dass vor allem seine Hintermannschaft sich immer wieder unnötige Fehler erlaubt. Ausnahme Franz Wohlfahrt. Bombensicher. Auch bei diesem Aufsitzer von Mario Posch. Zehn Runden ist der Sturm Graz unbesiegt. Und die Mannschaft zeigt auch heute viel Cleverness. Auch wenn sie... Setzt sich durch. Schöner Doppelpass. Aber da kommt die Nummer 7 der Grazer etwas zu spät. Und der Kapitän reagiert, wie man es so oft von ihm schon gesehen hat. Und die gelbe Karte, so meine ich, zu Recht. Insgesamt gibt es gleich 6-mal gelb. Dennoch eine faire Partie, dieser Schlager zwischen dem 4. und dem 2. in der Tabelle. Mario Posch. Reinmeier, wieder Posch. Pilasnik, kurz zuvor ins Spiel gekommen. Haas und Tor für Sturm Graz. Das 1:0 in der 80. Minute. Zehn Minuten vor Schluss der, ich möchte sagen, verdiente Führungstreffer für die Grazer. Und wir sehen ein wenig unglücklich durch die Beine des Abwehrspielers war die Sicht wahrscheinlich Franz Wohlfahrt ein wenig verstellt. Und dadurch war er zu spät am Ball. 1:0 für die Grazer. Horst Rubisch riskiert alles, bringt Pakult ins Spiel, bringt Daumantas den Litauer ins Spiel und in der letzten Minute Mjelde freistehend mit der Ausgleichschance. Es bleibt aber beim 1:0 einer cleveren Grazer Mannschaft über eine doch noch vielleicht zu junge und unroutinierte Austria. So, damit die Bilanz der Austria, 15:30 Uhr am Nachmittag verschoben.